Ich bin der Leitner Reinhard. Und ich bin die Volker Larissa. Und wir bewirtschaften miteinander in Gasserhof in Eck. Der Hof liegt in der Gemeinde Freidenfeld auf 1450 Meter Meereshöhe. Zum Hof gehören 7 Hektar Wiese, die wir zweimal im Jahr machen, 17 Hektar Wald circa und 20 Hektar Almflächen. Der Hof hat 105 Erschwernispunkte und die Felder sind zum Teil schon ein wenig Stickel. Wir arbeiten mit der Saalwinde, die Stickler ist, die haben wir auf dem Mähtrag, um einmal den Mähtrag selber zu sichern oder auch die Mähmaschine. Aus diesem Grund ist es weniger gefährlich wegen Umwerfen, wegrutschen und auch um den Boden zu schonen. Zusammen mit uns auf dem Hof wohnen auch unsere drei Buben. Der Tobias, der Hall ist 6 Jahre alt, der Matthias ist 3 Jahre und der Andreas ist gerade 1 Jahr geworden. Es wohnt auch die Oma auf dem Hof, die Martina. Und der Opa ist leider vor 4 Jahren ganz plötzlich verstorben. Ja, dafür bin ich oft mit dem Tate miteinander zusammen im Wald gegangen. Auf Reger auch Saalbohnen aufgestellt. Und tue das auch noch wie überbetrieblich für andere. Im Traktor mit der Saalwinde arbeiten und im Kran. In der Winterzeit bin ich viel in der Werkstatt beschäftigt. Einmal mache ich Reparaturen und Instandhaltung für die Maschinen. Und sonst tue ich auch gerne mit Holz etwas machen. Zurzeit mache ich alle die Einrichtung von der Ferienwohnung. Wir haben einen Milchviehbetrieb, wir haben 14 Kühe und ein bisschen Jungviech. Wir liefern die Heimilch, Milch auf Störzing. Für uns sind gesunde Lebensmittel ganz etwas Wichtiges. Wir schauen ganz viel selber umzubauen und auch, dass wir das Fleisch selber haben, den Speck selber haben. Ich bin ganz, ganz gerne im Garten. Ich sage das auch gerne an die Kinder, dass das von Sitzen weg, bis es wächst, bis sie ernten, dass sie das auch ein bisschen sehen und auch ein bisschen mitkriegen. Das ist einfach noch ganz ein anderer Bezug zu den Sachen, die man einfach selber hat. Und ich möchte das auch an meine Kinder ganz fest weitergeben. Also für die Zukunft wünschen wir uns logisch, dass wir alle gesund bleiben, dass wir weiterhin so eine Freude auf dem Hof haben, dass auch einer von unseren Buben so eine Freude hat, weiterzumachen, wie wir haben. Ja, und dass die Kinder Freude kriegen zum Betrieb und dass sich die wirtschaftliche Lage stabilisiert und dass die Betriebe auch weitergeführt werden können.